Hi, meine Süßen. Also außer Regen und wenig Sonne gibt es nicht viel zu berichten. Heute regnet es auch schon wieder. Aber wir haben Pfauen im Garten. Schaut euch das mal an. Sind die aber süß. 4 Pfauen, da ist eine vierte. Das erste Mal, als ich die gesehen habe, habe ich nur den Weißen gesehen und hatte keine Brille auf. Denke ich mal, das ist eine Gans. Die geht wie, ein Hühnchen. Oh Gott, seid ihr aber süß. Wir gehen im Garten spazieren. Pfauen. Krasser Scheiß. Und jetzt hat sich wahrscheinlich auch geklärt, warum wir so Stellen im Garten haben, wo jemand gebudelt hat. Das war wahrscheinlich der Pfau. Gehen einfach in unserem Garten rum. Der eine geht Richtung Häuschen. Gehen sie wieder. Auf dem Balkon verlege ich gerade einen Secondhand-Boden. So einen Holzboden. Und die Erdbeeren werden schon schön. Bald gibt es Erdbeeren. So, noch ein bisschen Pfau gucken. Jetzt sind sie gerade bei meiner Felsenbirne. Die mögen auch Mulch, hm? Die Nachbarn schmeißen ihnen Vogelfutter hin, aber zu mir kommen es einfach, weil hier so ein reiches Angebot an Wildkräutern ist. Und Mulch zum Budeln. Hey, die sind echt im Häuschen. Siehst du den einen, der ist schon direkt unter der Bierbank. Der eine hat sich jetzt auf die Bank gesetzt. Ich glaube, die suchen ein Zuhause. Ich glaube, die brauchen einen Schlafplatz oder so. Angeblich schlafen die auf Bäumen, gell? Hat mir einer mal erzählt, dass die auf dem Baum schlafen, dann kann sie der Fuchs nicht holen. Genau wie Hühnchen eigentlich auch auf Bäumen schlafen. Na ihr? So witzig. Na? Sind deine Kumpels nicht dir nachgefolgt, hm? Seid ihr süß. Das ist schon in der unteren Ecke hier. Warte. Na? Hier ist Rhabarber. Hier. Ah, ich kann meinen Finger nicht in die Kamera tun. Rhabarber! Ist auch schon schön. Und es riecht fantastisch nach der Orangenminze, weil die Hühnchen, sage ich schon, die Pfauen haben da gescharrt mit ihren Füßchen. Und jetzt riecht es total super nach Orangenminze. Wo ist eure Nummer 4 geblieben, ha? Huh? Wo ist die Nummer 4? Ah, da! Ihr wollt also unter der Bierbank leben? Was ist da los? Müsst ihr mich aber erst fragen, ha? Huh?
Der Mulch ist einfach gut, da findet man was zum Essen, gell? Ja. Die sind noch gar nicht scheu. Vorher sind wir eben im Gartenhäuschen gewesen, den Bodenbelag zu holen. Den haben wir da zwischengelagert. Und die haben uns zwar angeguckt, aber die sind nicht weggeflogen. Ich habe ihn auch schon gesehen, wie er Rad gemacht hat. Der eine da, wie der vorne geht. Oh Gott, seid ihr süß. Ah ja, aber nicht beim Spargelscharren, hä? Es geht. Du Fei. Du Fei, ja, ich meine schon die. Nicht beim Spargel. Am Schluss kommt der Spargel gar nicht raus. Du Fei. Ja, das ist mein Spargelbeet. Sind das eigentlich deine Mädchen? Bist du ein Junge mit drei Mädchen? Ja, die sind echt wunderschön. Da sind noch die anderen zwei. Seid ihr Mädchen? Und was soll man das erkennen? Keine Ahnung. Oh ja. Na gut, tschüss, Pauli.